In Deutschland werden immer mehr Menschen pflegebedürftig. Und wenn sie pflegebedürftig geworden sind, dann haben sie Anspruch natürlich auf die Unterstützung ihrer Angehörigen. Aber auch diese brauchen Unterstützung, brauchen professionelle Anleitung und dafür brauchen sie gut ausgebildetes Pflegepersonal. Wir haben zudem das Problem, dass wir natürlich auch Pflegebedürftigkeit vermeiden können. Dort, wo die älteren Menschen leben, dort, wo wir dafür sorgen können, dass sie sozial teilhaben, dass sie sich bewegen können, dass sie sich frei bewegen können, dass sie Unterstützung in den Bereichen bekommen, die sie brauchen, genauso wie ihre Angehörigen, die sich um sie kümmern. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen, dass die Pflegeberufe, ich bin ja selber von Haus aus Krankenschwester, dass die Pflegeberufe endlich aufgewertet werden, dass es kontinuierliche und strukturierte Fort- und Weiterbildung gibt, dass es eine bessere Bezahlung gibt, dass unsere Gesellschaft die Pflege wertschätzt und anerkennt. Und dazu gehört auch eine Pflegekammer aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Denn wir brauchen endlich sowohl den strukturierten Beruf als mit all seinen Stärken und wir brauchen natürlich auch den Verbraucherschutz gegenüber den Patientinnen und Patienten. Das ist meiner Meinung nach im Moment auf der Tagesordnung, wenn wir über das Thema Pflege sprechen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit mit der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem Rückgang im Fachkräftebereich umzugehen. Hier ist dringender Handlungsbedarf und wir sollten uns so schnell wie möglich und konsequenter als bisher darum kümmern.